Halt, stopp! Das ist gerade für uns alle. Deutschland denkt sich ja, hä? Was ist jetzt? Es ist für dich, Fius. Lass das in dich eingehen, was du gerade siehst. Es fühlt sich an wie eine Lähmung des Körpers. Die fängt oben an und die geht gerade runter. Man sagt dann auch Schocklähmung. Und für alle, die nicht wissen, was jetzt gerade Sache ist, diese nette Dame ist seine große Liebe. Jetzt Ex-Freundin natürlich, aber es ist seine Freundin gewesen. Ja. Wie fühlst du dich gerade? Ich will, dass der psychisch kaputt geht. Schaffen, nein, wir lassen den spannenden ein bisschen auf die Folter. Guck einfach in die Kamera. Ist auf jeden Fall keine Frau fürs Leben. Obwohl, oder? Klar. Für der, hat Leben den, nicht. Der hat ihn nicht verdient, Bruder. Also. Hat er nicht. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Weiter gucken wir einfach weiter. Und wir sitzen hier mit, das ist Buki. Das ist die Ex-Freundin von Wixfresse Virus und ja, sie hat vor einer Woche oder so mich mal kontaktiert und wir haben uns dann getroffen und sie hat mir dann erzählt, was passiert ist. Sie hat nach einem Jahr, hast du einen Brief gefunden, wo sein Alter drauf stand. Er hat sich nämlich für 90 oder für 29 oder 30 ausgegeben, aber wir wissen ja alle, der ist 35. Sie hat dann irgendwann einen Brief gefunden. Von 1980 geboren und so, und er hat dann Ausreden wie Kindergeld und wir mussten das so an, ne, so eine, einfach gelogen. Als wir uns dann getroffen haben, habe ich ihr natürlich noch von Caro aus Krefeld und den ganzen anderen Noten erzählt, die ein- und auslaufen bei ihm. Wobei auslaufen tun Frauen jetzt nicht bei dem unbedingt, aber einlaufen. Und ja, das kam uns dann zurecht. Sie wollte ihm dann, du willst den demütigen. Richtig. Und wo geht man dann natürlich am besten hin? Klar. Beste Adresse hier. Und das werden wir auch machen. Allein schon, weil er ein Video hochgeladen hat, wo er meinen Kollegen die Mutter beleidigt und der kriegt nicht genug, du kriegst nicht genug. Ich weiß jetzt gerade in deinem Moment, du siehst die hier neben mir sitzen, dein Herz ist in der Hose. Vor allen Dingen, weil du ja eben noch bestimmt ein Video, also muss ein Video ja gepostet haben von mir, wo du dachtest, du hast mir jetzt voll gegeben und so. Und diesmal ist wirklich Karrierebeendung. Aber erstmal nehmen wir dich jetzt hops. Ich habe deine WhatsApp-Verläufe, du bist ja voll der krasse Gangster, wenn du schreibst. Lass auch wirklich diesmal. Buki, ruf an, bevor du wieder einschläfst. Hallo. Gib doch mal eine scheiß verfickte Antwort. Was lässt du mich hier betteln für ein paar Minuten seit Anno... Bla, bla, bla. Ich kann das nicht mal lesen. Aber guck mal nur bitte, wie lang das ist. Das sind Echos 1000 Bars, nichts dagegen. Guck mal, was er schreibt. Okay, weil wir halten ihn ja seit 4 Tagen hin. So, der wird immer mit ihr telefonieren. Der ist ja voll der Freak. Bitte. Das ist deine Idee gewesen, haben wir zusammen. Genau, das war meine Idee. Egal, du kannst die ganzen Props sagen, ich brauch den, ich hab den schon angewichst, der ist schon tot. Auf jeden Fall hat die den jetzt, haben wir den immer hingehalten, so, weil die, der will immer anrufen und ich sag, nein, red nicht mit dem, wenn wir schon geplant haben, was wir dem sagen und bla. Und wir nehmen das Anrufen natürlich jetzt den ersten Anruf nach. Wie lange habt ihr nicht mehr telefoniert? Über eine Woche nicht. Über eine Woche haben wir nicht mehr telefoniert und den ersten Anruf nehmen wir jetzt auf für euch. Aber ich lese euch noch kurz was vor. Okay, pass auf, scheiß auf den Anruf. Du bist nicht die einzige Person, die Stress und Probleme hat. Mich 4 Tage warten lassen wegen ein paar Minuten reden ist schon hart und auf jeden Fall nicht normal. Ich fühle mich betrogen und verarscht. Du hältst mich die ganze Zeit hin. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich ist da ein anderer Typ. Du bist jetzt auch noch mehr. Ich muss stundenlang auf deinen Anruf warten, wenn du überhaupt anrufst. Also, als ob du nicht kurz für 10 Minuten anrufen kannst. Ich habe dich seit Monaten nicht richtig gesehen und du hast 2-mal Schluss gemacht. Weißt du, was ich meine? Wir sind nicht mehr zusammen, Mucki. Ich erkenne dich nicht wieder, ich schwöre, wie eine fremde Person. Ich bedeute dir anscheinend nur so viel, dass du mich hier die ganze Zeit hängen lässt. Was wäre dann in der Zukunft? So wie du dir deine Gedanken machst, habe ich mir auch meine gemacht. Wenn du dir Gedanken machen würdest, du Junkie, würdest du arbeiten gehen, ne Penner, 500 Jahre alt, rappen, ne Junkie. Aber egal, wir wollen uns nicht wieder verleiten lassen. So wie du einen Mann an deiner Seite willst, brauche ich eine Frau an meiner. Du brauchst erstmal eine Dusche, mein Freund, bevor du irgendeine Frau bist. Dich unter Druck setzen will ich auch nicht, aber ich will jetzt von dir wissen, ob wir zusammen oder getrennte Wege gehen. Ey, schwul einfach. Der schwuchtelt überhaupt. Guckt euch das jetzt einmal ab. Guck mal hier, Buki, ich halte das nicht aus mehr. Nicht mehr aus, sondern nicht aus mehr. Dann lass uns bitte treffen, ich komme ins Auto. Komm mit Auto, egal wo. Sag mir bitte Bescheid, wann du Zeit hast. Ich rufe dich erstmal an, wenn ich dazu komme. Ich hoffe heute, geht für 10 Minuten raus oder sowas. Bla, bla, bla. Du willst ein Treffen, ich bin nicht, ich würde jetzt sagen, dein Erzfeind, aber du bist ja nicht auf meinem Niveau.
dein Gott, Haram kann ich nicht sagen, aber ich weiß, wer ich bin. Ich sorge dafür, dass du ein Treffen kriegst mit deiner Ex-Freundin. Bin ich nicht nett? Na, korrekt ist korrekt. Trink die Limonade aus, rauch den Joint und auch die anderen Utensilien bitte benutzen. Okay, und jetzt rufen wir den an und wir hören uns das ganze, mal, ganze Gespräch mal an. Also Freunde, bis gleich. Ruf den kurz an. Ruf den einfach mal an. Matsche, Ruhe, Bruder, ja? Keiner mehr reden. Jalla. Lautsprecher. Ey, du kommst direkt dazwischen, so nachts, wenn ich so mache. Sagst du, komm mal, Bukit helfen. Bukit. Und du sagst dann, ich muss gehen. Ey, das ist das erste Mal, wenn er sich nimmt. Yes. Hallo. Alles klar? Ja, wieso schreibst du nicht zurück? Frag mich. Ich war gerade hier so ein Gebäude am Hochklettern, die oben drehen wollen. Mhm. Okay. Nix, bin hier gerade am Rauchen. Hab mir gedacht, jetzt hast du Zeit, rufst du den mal an. Wow. Ist ja eine Ehre, oder? Ja. Hast du gerade keine Zeit? Doch, doch. Ein bisschen habe ich, muss 10 Minuten telefonieren. Dann erzähl mal kurz, wenn du Zeit hast. Was denn? Ja, das, was du reden wolltest. Ja. Das, was ich dir eigentlich geschrieben habe. Und das wolltest du alles reden? Wie bitte? Ich sag, und das wolltest du alles mit mir reden? Ja, hör mal, ich wollte eigentlich klar sein, aber ich will, was ich meine. Nochmal, ich hab dich nicht verstanden. Ich hab gesagt, ich wollte Klarheit haben. Okay. Ja, keine Ahnung. Ja, was hast du, keine Ahnung? Ja, ich weiß, was ich dazu sagen soll. Gestern hast du auch geschrieben, hoffe zusammen. Ja, wenn du dich änderst. Wenn ich die Fakten da habe. Wenn du was? Wenn ich die Wahrheiten habe, wenn ich Klarheit habe. Wenn ich weiß, dass du dich änderst. Was für Klarheiten denn? Mit deiner Fremdgehaktion. Aktion Mensch. Ach so. Dann sag mal bitte, von wem du das hast erstmal. Ja, aus Meerbusch. Also eher gesagt, die aus Oberhausen, die Freundin. Die hat eine Bekannte, die aber von Anfang an ja von dir wusste, aber weißt du ja, wo ich mit dir telefoniert habe bei dir. Und wie die wiederum ist da mit deiner Alten da wohl irgendwie befreundet und die hat dann nach ein paar Stunden angerufen und hat das erzählt. Ich war dabei, wo die das erzählt hat. Und dann hat das zeitlich alles hingehauen mit der Aktion vor und nach LG mit der Sache, dass die da noch in Kontakt mit dir gewesen war. Ja, dann wollte ich das halt von dir wissen, was da abging. Du hörst dich voll komisch an irgendwie. Ja, ich bin auch nicht alleine. Nein, ich meine wegen deiner Stimme. Warum? Du redest so komisch. Inwiefern? Stimmlage meine ich jetzt. Ja, weil ich genervt bin und gestresst, Pyrus. Was erwartest denn du? Ja, ey, hör mal, ey, guck mal, wie lange ich dich jetzt nicht gesehen habe. Verstehst du, was ich meine? Ja, du wirst mich auch so lange nicht sehen, bis ich die Klarheiten habe, Pyrus. Ja gut, dann mach mal hin dann mit deinen Klarheiten. Das ist ja auch ganz ehrlich. Mach einen Mittwoch treffen, klar. Mittwoch. Aber richtig oldschool. Warum? Wie, warum? Mittwoch in den Apfel. Wie bitte? Was machst du am Mittwoch? Am Mittwoch habe ich bis jetzt noch gar nichts vor, eigentlich. Hast du Bock, Mittwoch zu treffen? Also Mittwoch hätte ich wahrscheinlich ein paar Stunden Zeit. Ja, klar. Dass wir dann uns mal sehen und bei uns aussprechen. Okay, was? Warte mal kurz. Du sollst helfen kommen. Seid ihr schon dran? Ja. Ich komme jetzt. Ehe. Wir reden dann später. Achso, ja, alles klar. Dann meldest du dich? Ja, mach ich. Ja, warte. Halt, schau, ey. Okay. Ja. Lass mal später auf jeden Fall telefonieren, weil ich habe dich eigentlich gerade nur so 50% verstanden. Okay. Also. Okay. Also, ciao. Was hat er gesagt, will er mit mir machen?
Zuvor hatte er ja, dass er dich töten möchte. Das war sein Plan. Ich komme mit. Ich komme. Okay. Erzähl. Ja, Plan war es, dich zu töten, dich auszuschalten. Auszuschalten? Ja, habe ich doch gesagt. Ja, ich habe das falsch verstanden. Also, erzähl weiter. Sorry, Türkin. Was noch? Ja, dass du aufhören solltest, dass, wenn die dich nicht kriegen, dass der zu deiner Mutter geht, also da irgendwie hoch zu denen. Zu meiner Mutter? Ja, der wollte dich quälen, der wollte dich fesseln, der wollte dich in Arsch zu bringen. Meiner Mutter. In Arsch. Ja, was ich so, dafür, für den Spruch, werden wir ordentlich jetzt. Wichsfresse war 2013. 2014 kommt was Neues. Alles klar. Okay, bis später. Tschüss. Hallo Freunde, we are here. My name is Algier. My name is Capo di Tutti Capi. Yes, and we are here on a tankstelle. I don't know how it sounds in English. And wir holen jetzt Haribos und guckt einfach mal. Haribo, hallo. Goldbeeren. Sollen wir die Saftbeeren? Ja, da gibt es ein Gratis-Ticket. Ja, 20% Gelatine, 30% Pacheta. Ja, das ist immer größer, saftiger und softer. 30% Pacheta. Ja, na komm. Kommen wir in den Video. Wollen wir noch? Also, ich zeig mal bitte noch den Preis, damit die Leute auch wissen, wie viel die Karriere. Nee, wir haben die hier, komm her. 200 Gramm. Okay. Wir brauchen aber noch eine Tüte, wo wir das andere, eine andere Tüte. Komm mal mit. Ja, ich weiß, wo die andere Tüte ist. Wir nehmen auf jeden Fall eine andere Tüte. Seitdem ist Karlsruhe hier. Zutaten: Glucke-Sirup, Zucker, Gelatine, Dextrose, Fruchtzwack, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat, Apfel, Erdbeere, Sperma vom Bahndamm mit Säurungsmittel. Sperma vom Bahndamm mit Stücken und Säurungsmittel. Alles Gute, mein Freund. Ne? Bis dann. Komm, jetzt mal. Achso, ey, bevor hier nochmal, ne? Ich weiß ja, dass immer diese Facebook-Polizei, Rapper-Polizei, es sind einfach nur neidisch, weil die nicht auf so gute Ideen kommen wie wir und uns dann schlecht reden und dann sagen, die machen Faxen mit Essen. Da ist Gelatine, Bruder, für mich das kein Essen. Deswegen jeder, der hatet, fickt deine Mutter, du Hurensohn. Das will ich nochmal klarstellen, das ist für mich kein Essen. Okay, und jetzt geht's weiter zu einem beliebten Ort, den wir alle kennen. Und bis gleich, Freunde. Ciao. Hallo, Freunde. Guck mal, wo wir hier sind. Ich glaube, ihr kennt das. Da werden Träume wieder wahr und Erinnerungen oder Albträume. So, wir gehen jetzt rein. Problem ist, ich glaube, Angina ist leider nicht mehr hier. Aber der nette Herr neben mir zu meiner Rechten, der kennt da auch einige Damen, sagt er. Und wir werden da auf jeden Fall Müll kriegen, wenn nicht. Sabrina ist weiter da. Sabrina ich hab ist schon da. Angerufen, die meinte, ich könnte mal vorbeikommen. Safi, Sabrina ist da. Aber wenn auch nicht, ich weiß, wo die Putzfrauen ihren Wagen haben, da ist immer Müll drin, Modus. Wir machen das schon. Wir kriegen auf jeden Fall wieder eine Wichstüte. Und ja, mal gucken, wie das ausgeht. Seid mal gespannt. Ich hab doch gesagt, da läuft was. Déjà-vu. Oh, oh, der Geruch ist sogar noch härter als beim letzten Mal. Was ist das, Bruder? Ja. Geh mal hin. Ja. Beim letzten Mal hast du gesagt, war nicht die Maske. Wie willst du dir Hepatitis C rausreden diesmal? Guck. Wir brauchen eigentlich. Komm, Bruder. Haribo macht Kinder froh und den Virus ebenso. Halt. Guck, geh nach. Diesmal sollen wir das zeigen. Warte mal, hier. Warte, komm. Ja, wirklich. Hör auf, Bruder, hör auf. Bruder, warte, Elefant. Elefant reingewichst. Ja. Habe ich mir Goldbeeren. Extra saftig, extra fruchtig. Mach zu. Boah, da kommt ein Duft hoch, Bruder. Ich weiß, Bruder. Warte. Richtig. Diesmal gibt es keines. Ist nicht die Maske, ist nicht da. Hier. Guck mal weiter, ich kann nicht mehr.
محتاج ولا كلمة ديالك دي هاريبو هاريبو ich habe eine Spezialtüte wenn die sofort serviert das ist alles wegen Hurensohn mach Fotos von meiner Taustier mit meiner Mutter ey du stirbst ich glaube ich töte dich ich nein mach ich will gar nicht reden mach sowas macht man nicht Akadosh. Sowas macht man nicht also nicht Mutter und so Foto bei meiner Mutter vor dir und so und dann noch mein Kollegen Hurensohn. Das ist mein Kollegen Hurensohn gehört. Seine Mutter ist tot, das ist für mich wie meine Mutter. Das ist schon genug wieder. Jetzt wohnt. Boah. Wer holt denn jetzt einzeln raus, Bruder? Ja, mein Problem. Warte. Wir machen das auf dem Boden. Nein, nicht auf dem Boden, nicht auf dem Boden. Dann holen wir die Scheiße raus. Warte, halt mal auf. Halt mal auf. Halt mal die Tüte. Halt mal die Tüte auf. Wir müssen nur einen großen Teil, Ich kotze hier, Junge. Das muss aber ein richtiger Bastard sein. Ah, la hier, so schön. Nur die Haribus. Boah, Bruder, ich kotze, Junge. Ja, da leg ich, muss gerade auch kotzen. Ich kotze. Boah. Boah. Oh, das ist eine Tüte von einer Woche, Alter. Was machen wir jetzt, Alter? Was machen wir jetzt? Warte, komm schon. So. Alles fürs Vaterland, komm. Ja, opfern wir uns heute mal. Nochmal hier diese 30. Boah, Bruder, pass auf, dass du mich nicht berührst, Bruder. Ich berühre dich nicht hier. Berühr mich bitte nicht, Bruder. Boah, das stinkt, Junge. Hier, warte, den will ich verlieren, der ist richtig Gold wert. Hier, warte, den müssen wir retten, Alter, den müssen wir nehmen. Shit, Skara, Hara, Skara. Warte. Reicht das, Bruder? Komm. Nein, das reicht nicht. Boah, Bruder, was ist das, Alter? Pass auf, Junge, pass auf. Spürm mich nicht an. Ich will erstmal die Hände waschen. Ich kann gerade nicht reden. Mach mal aus, ich kann gerade echt nicht. So, Freunde, Hände sind sauber, desinfiziert. So, nennt am besten keinen mehr Hurensohn. Das sind dann das Resultat meistens. Ach, legt euch einfach nicht mit uns an. Ja. Wir sind einfach, wie gesagt, wir sind, ihr seid Rapper, wir töten euch. Okay, wir verzichten auf diese Hype, Hauptsache du stirbst dann. Das sag ich dir ganz ehrlich, legt euch nicht mit uns an. Das wird direkt vernichtet. Und du wirst diese Wichse essen diesmal in den Mund. Weil im Gesicht hat ja nicht gereicht anscheinend, dass du hier noch Videos machst und so und redest. Diesmal wirst du das fressen. Und ja. Wartet mal Capoeira ab, ne? Da wird es nochmal Da Vinci Code Teil 3 geben. Ich will jetzt aber nicht zu viel verraten. Es läuft. Und, ne? WMA, Capoeira, Milf Hunter, ihr wisst Bescheid. Und wir sind noch nicht fertig. Noch nicht. Jo Leute, hier ist Capkicks, a.k.a. Capo di Tutti Capi, a.k.a. der Kalif von Köln. Wie ihr mich schon mitbekommen habt, werde ich ein Album rausbringen, Capoeira, bei Milf Hunter. Und anscheinend hat sich irgendjemand mit meinem Bruder LG angelegt. Also dann hat er sich auch mit den Milf Hunters angelegt. Und ich zeige euch jetzt mal, was passiert, wenn man sich mit den Milf Hunters anlegt. Weil Schläge und so bringt anscheinend nichts. Von daher, kommt mal mit. Ich hoffe, ich störe nicht. Guck mal, wie viel er das ist. Guck mal, ne? Wollen wir hier mal kaputt? Muss ich schön trocknen? Wenn ich jetzt hier so voll Power mache. Kölner Duft, ja, oder? Genau, wenn ich volle Power mache, guck mal, was haben wir im Geruch rauskommt. Aber fühlen dich schön knackig. Schön knusprig und knackig. Die werden jetzt getrocknet, die werden richtig schön unauffällig gemacht. Das wird nicht gut aussehen. Und es ist aber noch nicht alles. Ich habe mir morgen noch was Nettes ausgedacht. Ja, das ist der Da Vinci Code Teil 2. Das heißt, da müssen mindestens 2-3 Sachen sein. Auf jeden Fall, das muss den ersten ja übertreffen. Und ich habe mir vorhin auch noch was Nettes ausgedacht. Aber das hier, you will be eat this. Also, wie gesagt, es gibt immer noch ein Angebot von mir. Lösch deine Seite, wander aus und vielleicht tue ich die Videos dann raus. Aber so wie es bisher ist, hast du nicht daraus gelernt. Und wie gesagt, Bruder, nicht schon mal die Illuminaten können dich vor mir beschützen. Sogar die zu denen kannst du gehen. Sogar die können nichts machen. So wirst du das Essen, mein Gott. Jo, Freunde, ihr fragt euch sicherlich, was wir hier alle machen. Wir stehen nicht lange, weil wir müssen auf Klo und hier haben wir eine super Schüssel, guckt euch die mal an. Die ist klasse und ihr könnt mich jetzt wieder aufnehmen, die Schüssel ist genug und da pissen wir jetzt ordentlich mal rein, ne? Hey Pippi Langstrumpf, tolle Hi, tolle Hi, tolle Obsasa. Hey Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Kannst du mal in die Schüssel filmen, da ist auch ordentlich was drin. So, jetzt kommt mein Freund Hamid als nächstes. Hallo Hamid, wie geht's? Nur für dich, mein Bruder, für dich.
Bull, Bull fährt das zu und da einmal. Bull. Hey Pippi Langstrumpf, tolle Hitler, hey tolle Hotzasa. Hey Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Machen wir den Easy, dann grüß dich aber. Oh, warte, langsam, Alter, dachte da. Hast du gut abgeschüttelt, Kuschel? Das ist für die Marokkaner, für die Ellerstraße, ne? Das ist für den Marokkaner, hast für die Ellerstraße, genau, auch schön reinpissen da ordentlich. Hey Pippi Langstrumpf, tolle Hitler, hey tolle Hotzasa. Hey Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Ich wasch mir mal die Finger, du Drecksau. So, der nächste bitte. Jo. Bisschen, lass bisschen. Ja, hier, für Oberweg. Für Oberweg, rein damit. Alle reinpissen, der ganze Oberweg, ganz Ellerstraße wird da reinpissen. Und du trinkst das. Kommt noch was, kommt noch was. Hier. Alles, du Hurensohn. Alles, nur für dich. Hier, nur für dich. Komm, wir haben jetzt noch einen Gast, den Spezialgast Hassan. Hassan hat sich auch dafür bereit erklärt, da rein zu pissen. Casablanca Pisse. Sagt er. Pisse aus Casablanca. Meine Pisse schmeckt gut, Bruder. Muss doch richtig, ich hab den allen ordentlich was zu trinken gegeben vorher. Hey Pippi Langstrumpf, tolle Hitler, hey tolle Hotzasa. Hey Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir rufen jetzt die ganze Ellerstraße. Jeder soll schön, film mal einmal da rein. Assalamu alaikum, na was? Was war, Bruder? Das ist Elmus. Der ist übrigens auch auf meinem Album drauf. Und Musa, ich brauche deinen Urin, Bruder. UK-Kontrolle? Pissen, pissen für diesen Virus in seinen Mund, dass er das trinkt. Virus gerne, Bruder. Jalla, komm mit, komm. Hey Pippi Langstrumpf, tolle Hitler, hey tolle Hotzasa. Hey Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Kannst du das hin? Gib mir Handschuhe. Es gibt zu, ich kann. Gib mal Handschuhe. Hier. Ich krieg das nicht hin, Bruder. Der trinkt doch Cola, der Bruder. Ja, egal, ich spritze nicht rein. Egal, guck genau hin, nimm alles auf. Warte, nimm mal diesen Eimer, hol den mal hier. Hol den mal hier. Erstmal ein bisschen Mist. Hol den mal hier. Barus, pass doch auf, Bruder, Mann. Egal, ich hab Handschuhe. Der. Ein bisschen legiert, Cholena, sag mir. Zeig mal hier, von hier der Seite, zeig mal, wie das schön da reingeht. Alles, damit er gar nicht diese Ausreden, ich hab nicht und mach nicht und tu nicht, gemacht hat. Merk dir ganz genau diese Gesichter, Huren. Merk dir auch dieses Gesicht, ich merk dir alle Gesichter von mir aus. Mann, was ich kannst du gerne vorbeikommen. Ellerstraße, Reisholz, egal wo du willst, komm vorbei. Jalla, komm. Das tun wir jetzt in eine Flasche. Was holen wir? Cola? Cola. Warte, wir gehen jetzt eine Cola-Flasche kaufen. Geh jetzt eine Cola-Flasche kaufen. Nimmst du noch auf? Hm? Hier ist eine Cola-Flasche kaufen. Und dort spritzen wir das Ganze dann rein, ne? Ordentlich. Also, Freunde, legt euch nicht mit Elgi an. Deine Fotze, du paar Pisse getrunken, ohne Rap weiter mit Pissen und Co. Wer rappt jetzt noch mit dir? So ist das, wenn man mir ans Bein pissen will. So ist das, Alter. Lass doch. Wieso postest du dieses Video? Warum? Nimm die Spritze mit. Ja, pass auf das Goldstück auf. Oder wartet hier, ich komme jetzt, wartet hier. Sicherheitshalber, nehmen wir mal zwei, vielleicht, man weiß ja nie, was er trinkt. Komm mal her. Halt, Karin. Ja, komm. Wie spritzen wir das jetzt am besten da rein? Geht das durch den Deckel? Oder hier so rein, meine ich? Das ist die dünnste Stelle am besten. Nee, dann spritzt das ja raus. Ja. Nur ein bisschen. So ein bisschen. Hier, guck genau hin, ne? Und das ist kein Fake mehr. Hier, das ist die Pisse, Mann. Pass auf, was sagt der Armenier, dann habe ich wieder Pissauge. Guck genau. Nein, mach mit höher. Man soll richtig sehen. Hier. Das ist die Pisse, Mann. Da, du trinkst das. Bah, zeig den Strahl. So, wie Ertel. Seht. Safi, reicht. Okay. Was ist das, Chef? Ein Blatt Papier. Blatt Papier, das ist Marshall Kai-Uwe Günther. Immer hier. Immer hallo, mein Name ist Kai-Uwe Günther Marshall. Egal, der ist auch dabei. Der ist auch dabei. Willst du pissen? Musst du pissen? Hey, musst du pissen? Was denn? Musst du pissen? Nö, muss ich. Ja, ist klar. Abstand. Und die erste ist präpariert. Ja, wollt's machen. So, hier, schuf. Wie bei uns, Alltag. Ja. Schuf. Ah, ein bisschen Schaum. Ah, die Pisse kocht, Junge. Pass auf, nicht, dass das überschwappt wird. Ich fass das nicht runter. Warte, letzte Tropfen noch raus. Abschütteln, raus. Letzte Tropfen noch. Hey. Ich spritze Baumwindschutz. Ey, 50 Cent hat die gekostet, du Hurensohn. 50 Cent. Warte, wir müssen wieder berechnen, eine Sekunde. 2,40 Euro die Flaschen. 50 Cent sind wir bei 2,90 Euro. Vielleicht brechen wir den 7,40 Euro Karrierekurs. Wir sind jetzt bei wie viel? 2,90 Euro.
50 Cent hat die Ding. Ah, warte, 20 Cent haben mich die Handschuhe gekostet, 3,10 Euro. Weil die läuft. Extra für Kinder, ne? 3,10 Euro Karriere bis jetzt. Machen wir hier kaputt, damit keine Kinder sich daran verletzen. Und dann wird's. Nadel ab, schmeißt du da rein. Das wird dann hier gelagert. Und in. Oder legen das immer hier so hin. In einer Stunde! In einer Stunde. Ne, wie spät haben wir? Oh, 17:19 Uhr, wir müssen los. Wir müssen jetzt nach Remscheid. Dort findet das Treffen nämlich mit ihm und seiner Ex-Freundin statt. Und die Kamera ist natürlich verwandt, präpariert mit Kameras. Deswegen müssen wir uns jetzt beeilen. Und ja, viel Spaß. Guckt einfach mal hin, ne, Kinder? Warte. Jo, jetzt sind wir hier in Remscheid mit den Utensilien. Natürlich haben wir hier 5 Schokobons und Gummibärchen. Film mal rein. Hallo! Okay, rein geht's. Auf geht's. Geh mal rein. Ja. Ich klingel. So, rein da alle mal. Hallo. Herzlich willkommen. Hi. Rein, warte. Okay. So, Kinder, hier. Ich brauche eine Schüssel. Hast du eine Schüssel, du Kleine, wo man Gummibärchen reintun kann? Ich muss jetzt mal erklären, was wir jetzt hier machen. Da wird er sehen, was er alles frisst, was wir damit gemacht haben. Habt ihr ja schon gesehen. Und die Dame wird ihn jetzt abholen. Der steht schon am Bahnhof, der Vollidiot. Und die holt ihn jetzt ab. Wird dann hier ein bisschen mit dem chillen, ein paar Minuten. Dann wird die Freundin, die eigentlich hier wohnt, reinkommen und sagen, hey, was machst du in meiner Wohnung? Und die rausschmeißen, so dass wir dann die Kameras einsammeln können und alles haben, um dieses Leben wirklich endgültig ein Ende zu setzen. Ja? Also, hier ist die Schüssel. Ich muss mich warnen, nichts davon essen. Nichts. Wichtig. Okay? Ich kenne dich, nur nichts. Ja, aber nichts davon essen, okay? Verdammt. Davon nichts essen? Diese zwei darfst du auch nicht trinken. Wir müssen diese Flaschen markieren. Hier ist ab. Diese. Seht ihr, ne? Und hier ist auch ab. Keine Ausrede. Hand auf. Jetzt. Aber die Leute, die signalisieren, ne? Halt, stopp! Ich bin doch ein Genie, Bruder, oder nicht? Auf jeden Fall, Bruder. Sag mal ganz ehrlich. Das ist auf jeden Fall, wärst du zum Mittelalterzeit damals... Ey, mach ein Video, ne? Töte mich. Hau mich tot. Du wärst hier so Kriegsstrategie. Aber mach nicht sowas mit mir. Kennst du diese Strategie von dieser früher? Diese Kriegsstrategen. Ja, man muss Schach. Man muss das, war Schach, Bruder. Das war Schach, Bruder. Das war allerhöchste Schach, Bruder. Wie gesagt, ich leiste ja immer sehr viel Vorarbeit. Und ich weiß ja, was passiert. Ich bin sowas wie ein Hellseher. Deswegen, Problem ist, er ist nicht gekommen. Er hat das Treffen abgesagt. Hätte der mal gern. Nein, mein Freund, er ist gekommen. Beziehungsweise hat er etwas gegessen, was wir mit etwas vermischt haben, worauf andere Leute gekommen sind. Aber ich will ja nicht so viel verraten. Viel Spaß, weiter geht's. Ach, das ist die Wohnung schon? Nein. Die ziehen ja auch raus. Nein, ich meine, das ist die Wohnung jetzt schon, wo sobald man hier reinkommt. Die Maske war es nicht, der war es doch, die war es nicht. Der Code war ja nur Zufall bestimmt, auch so das eingegeben hast. Aber jetzt, bist du das nicht? Bist du das nicht? Sagst du jetzt, du bist das nicht? Ja, was willst du jetzt machen? Ist er das nicht? Also für mich sieht das so aus. Ich weiß nicht, oder? Lass uns nochmal durchgucken. Ich würde ihn weiterlaufen lassen, dann können wir seine Visage durchgucken. Ja, gucken wir nochmal genauer. Vielleicht ist er es ja doch nicht. Was weiß ich? Ja. Du hast sogar keinen Grund genannt. Ja. Ich hab keinen Bock mehr, ich hab keine Zeit mehr. Du stresst mich. Natürlich stress ich dich, wenn du so bist zu mir, Wookie.
Hä? Wie eine fremde Person. Wo soll ich dich dann nicht? Du schließt doch mein Tagesarbeit, Umzug, Geld, dann mit der ich Arbeit. Das ich wusste ja noch nicht mal, dass du umziehst. Ja. Ja. Verstehst du, was das für meine? Da kommst du mal auf einmal mit irgendwelchen Sachen so an, wo ich mir denke, ey Alter, woher soll ich das erstens wissen? Zweitens will ich doch nur von dir ein Lebenszeichen. Verstehst du, was ich meine? Wenn ich sag, ich kann nicht. Aber wie? Dann kann ich, ja, keine Zeit. Du sagst zu mir, kann ich nicht, dann müsst ihr irgendwann 2, 3 Uhr nachts online. Ja. Kannst du nicht antworten? Kannst du nicht für 5 Minuten oder für 1 Minute raus? Dann antworte ich dir, dann packst du mich wieder ab, gehst du dann, bla bla bla, kannst du hinher, kein Bock. Natürlich! Dann wenn ich dir mal schreibe, wann treffen, ey, ich hab zig Sachen zu tun. Davon mal abgesehen, scheiß doch mal auf heute, es geht nicht um heute oder so. Ich hab dir letztens so einen Text geschrieben. Ehrlich, sobald du so bist, fühle ich mich voll wie so ein Idiot und darauf habe ich auch keinen Bock, weißt du, was ich meine? Okay? Komm! Bitte! Lass uns das machen, ich habe nämlich keinen Bock auf so eine Scheiße. Ah, Bruder, wir haben eins vergessen, Popcorn, Bruder. Wir haben keinen Popcorn. Holt euch Popcorn, ich hab's euch gesagt. Ihr könnt es euch gleich geben. Weißt du das nicht, zwischen wie alt Rita ist, also jetzt diese Geschichte mit Rita, das hat jetzt vor und nach der Aktion zu tun, wo ich im Studio war. Ja, wo ich im Studio war. Und die Rita, du hast, guck mal, ich hab dir gesagt, die Rita, nee, ich hab dir das nicht gesagt, die Rita, mit der, die, guck mal, die hat mich direkt nach der Aktion, nach dem Krankenhaus, hat die mich angeschrieben, LG hat mich angeschrieben. Stopp! Hört mal genau, habt ihr das gehört? Direkt nach der Aktion hat sie mich im Krankenhaus. Krankenhaus? Warum warst du denn im Krankenhaus? Hm? Por qué? Stimmt das vielleicht doch, dass wir euch krankenhausreif geschlagen haben? Who knows? Aula, du hast dich selber gefickt. Selber, Highlife. Meinst du, der lebt noch? Meinst du, der guckt das noch? Oder ich, muss ich ehrlich, wenn ich in seiner Stelle wäre, ne? Facebook löschen, One-Way-Ticket Türkei. Oh, guck mal, ohne Spaß. One-Way-Ticket Hollanda, One-Way-Ticket, egal wo. Ohne Spaß, ne? Guck mal, ich will nicht, dass du dich umbringst. Ich will, dass kein Mensch dich umbringt. Das geht ich auch nicht, aber es gibt aber Methoden, ja, wenn man Methoden, sich locker ne, ohne Spaß. Kann. Guck mal, was geht ganz schnell. Guck mal, weißt du, was du am besten machst? Änder deinen Namen. Virus K läuft nicht mehr. Lauf wieder mit der Maske rum. Ja, änder deinen Namen. Türkei macht Gesichtsoperation. Änder deine wander Nase. Wander aus, ohne Spaß. Hör auf zu rappen, du kannst nicht rappen, du Hund. Du kannst nicht rappen. Hör auf zu rappen, du bist 40 Jahre alt bald. Warum rappst du noch weiter? Hör auf damit, Alter, ohne Spaß, Mann, hast du Stolz und Ehre, hör auf damit, lösch dein Facebook, geh arbeiten, geh Baustelle, Mann, du bist doch 2 Meter, du bist ein Lappen, 2 Meter, aber Lappen, trotzdem. Ruf jetzt an, dann schlimm. Machen wir Stopp. Ohne Spaß, und guck mal, ne, guck mal, du weißt, wo nein, wir sind, ey. Nein. Hör mal zu, du weißt, wo wir sind, ne, jeden Tag. Jeden Tag, du weißt, Bruder, jeden Tag. Wir hauen dich an, wir warten auf dich, wir komm, warten auf dich, komm. Mach so legen. Herzlich willkommen. Komm. Herzlich willkommen. Von mit Angesicht Mann. Zu Angesicht. Nein, komm, du Hund. Egal, Fakt ist einfach, das geht nicht. Das geht die Dame hat dich gut hops genommen, ne? Also das muss ich auch noch sagen, komm nicht zu der, sei ein Mann, komm zu mir. Geh nicht zu ihr und ich bin Schlamp, ich hau dich kaputt. Bestimmt ist das so einer, der ruft so Kollegen und jo ey Bruder, lass mal meine Ex-Freundin weghauen, du Lappen. So, stimmt das. Ich so, was hat denn ihr geschrieben? Das. Das war das einzigste Mal da, wo ich mit ihr wieder Kontakt hatte. Das ehrlich gesagt. Und nein, das tu es nicht! Gib ihm, habt ihr das gerade gehört? Hört mal genau hin. Da hat die mich mit einem anderen Mann betrogen, die Soraya. Ey, du. Oh Mann, ey. Ey, ich bin. Weißt du, was mich freut? Ich bin auch gespannt, wie du dich da rausreden willst. Wie will man. Ey. Keine Ahnung. Weiter geht's. Ach so, warte, hier an der Stelle, ganz wichtig.
Ihr seht die ganze Zeit die Freundin, wie die WhatsApp schreibt. Das war ich, der draußen natürlich war, vor der Tür. Ich habe ihr dann gesagt, die soll mit ihnen zu McDonald's gehen, weißt du? Damit wir erstmal alles sichern, damit wir auch alles sicher auf Dinge das alles aufgenommen. Und dann habe ich mir das alles angeguckt, haben wir das alles gesichert, die waren bei Mc's. Dann habe ich mir gedacht, ey, nimm doch weiter auf und versuch doch nochmal irgendwas. Irgendwann zieht's euch rein. Hallo Freunde. So, wir sind jetzt hier drin, die Dame ist mit ihm nach Mc's gefahren. Wir haben jetzt in der Reinkommen, um zu gucken, ob alles aufgenommen wurde, aber es wurde alles gefilmt, ne? Es wurde alles schon gefilmt. Wir haben aber nochmal hier, ich und mein Wetterherr-Kollege, haben wir nochmal gedacht, lässt er nochmal den Hodensack kurz baumeln in sein Cola-Glas und das wollen wir auch noch mitnehmen. Wenn ihr das noch trinkt und damit wir es ganz spannend machen, kommt mal mit, werden wir auch diesmal in der Wohnung chillen. Ich muss aber hier schon machen, werden wir auch in der Wohnung warten. Also das heißt, wir sind hier mit denen gleichzeitig. Wir warten einfach hier im Schlafzimmer, würde ich sagen. Hier im Schlafzimmer warten wir. Er ist ein Zimmer weiter. Und sobald die Dame kommt, also die hier wirklich wohnt und ihn dann rausschmeißt, er dann mit der Bahn nach Hause fahren muss, kommen wir hier raus und wir sammeln unser Filmmaterial und schneiden das Ganze dann für euch zusammen. Also Da Vinci Code Part 2. Mir ist noch eine Sache eingefallen. Wir wollten gerade gehen wieder, Teil 2 weitermachen, weil die kommen jetzt aus Mc's wieder. Aber eine Sache muss ich noch machen, das lässt mir keine Ruhe. Das wollte ich schon immer im Kindergarten mal mit jemandem machen. Und ja, komm, du hast eh Hepatitis A bis Z. Diese kleine Scheiße bringe ich jetzt auch nicht um. Wo ist die Klobürste? Ekelhafter Penner. Du hast zerstört sein Leben heuer. Ehrlich? Noch ein bisschen Piss-Cola drauf. Ein bisschen schaumig, ne? Ja, wir tun noch ein bisschen Cola drauf. Noch ein bisschen. Saft, Saft, Saft. Was ist das für eine Schau? Ah, lecker. Warte. Die Cola wäre richtig schnell. Scheiß drauf, Bruder. Der ist dumm, der trinkt, der ist dumm. Kameras auf Action, komm! Hey, hä? Diese Eingangstür ist die ganze Tür. Oh, den stimmt's von der Architektur. Ich muss gleich wieder ausmachen. Nee, ich muss gleich auch abholen. Okay. Sogar ein Chajam! Mach nicht so einen auf Fake Mac, Mann. Ich muss unsere Architektur. Nee, mach mal kurz. Nein, erst gesagt, nein. Hier, hier, hier. Nein. Guck mal. So ein Sommer. Aua! Also, wirklich. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja! Nein! Wir müssen nicht sagen, dass er die Schlüssel. Siehst du was auch ausstehen, oder? Siehst du das? Bulle-Alarm, oder? Bulle-Alarm, da! Stopp! Stopp! Macht dich das gerade geil, wenn ein Mädchen zu dir sagt, nein, ich will nicht, kriegst du davon einen Ständer? Wir müssen das mal einkreisen, diese Ständer. Kriegst du einen Ständer, wenn eine Frau sagt, du bist ein Vergewaltiger? Kriegst, macht dich das geil, wenn ein Mädchen sagt, lass mich, guck mal, wie die um ihr Leben kämpft. Die wehrt sich, die will das gar nicht. Original, die Beule kommt raus, Bruder. Ey. Oder wenn die sagt, nein, heißt nein. Ich bin doch hingekommen aus Armutkultur in einer Stunde zu einem Krüppelbein und du bist dann ganz lange telefonieren, Alter. Als ob wir nicht genug haben, hier um zu diskutieren, weißt du, was ich meine? Nur einmal damit gesagt, ja, wir haben nichts führen, ich kenne mich besser, machen wir, kein Problem. Auch andersrum, egal wie du willst, aber lass uns reden. Ich habe keinen Bock hier abzuhauen, du bist die ganze Zeit am Telefonieren über unnütziges Zeugs, weißt du, was ich meine? Wenn du meinst. Zelten gehen, der hat Geburtstag, hier hat Geburtstag, am Kolben, Alter, und ich bin hier am Warten, oder? Vernünftig mit mir. Und ich bin hier am Warten, nein, ich rede nicht vernünftig mit dir, Bucki. Ich rede nicht vernünftig mit dir. Hast du mit mir vernünftig geredet die letzten Wochen? Ja. Hast du mit mir vernünftig geredet die letzten Wochen? Ich mach Schluss. Ich mach Schluss. Mir ist scheißegal, was du machst. Mir ist scheißegal, was du machst. Ich mach Schluss. Ich mach Schluss. Nur so. Was ist so heil? Achso, okay. Und du hättest was mit. Mit der hättest du gewusst. Die hatte bei dir geschlafen. Bist du bei dir, der da mit Videos gedreht wurde? Ich lache, weil ich nicht in so einer Situation muss, finden. Du wirst auch weg, das kannst du wieder vorstellen. Du was? Du wirst auch weg, das kannst du nicht schlafen. Ich werde auch weg, was? Ausziehen. Warum? Du hast
Achso, nee, nee, ist schon wieder ganz anders jetzt. Ich hab alles anders geklärt. Ey, muss ich jetzt so eine Scheiße durchmachen? So eine Kindernahrung, damit das wieder okay ist, oder was? Check ich nicht jetzt. Ey, wie nennt man diese Frisur, Bruder? Also der sagt, was willst du über Glatzen, Bruder? Also du als Glatzkopf, du musst dir das doch nicht... Ich fühle mich gerade in meiner... Aber weißt du, was das Ding ist? Er hat immer mit... Habt ihr, guck mal, liebe Freunde, ich hab euch gesagt, ne? Niemals zeigt er sich ohne Cappy. Wer ein Foto findet, ey, eigentlich muss ich das eine Million dafür bekommen. Guckt euch seine Fresse an, Digga. Der hat normalerweise nie ein Foto ohne Cappy. Schämt er sich für seine Glatze? Schämt sich für seine Glatze. Aber nicht, dass er nicht schlimm, Bruder. Jeder hat eine Glatze, Mann. Aber, früher oder später. Aber, dann, Leute, so fertig zu machen. Alpe ziehen, Alpe ziehen. Ey, Junge, pass auf, dass du diese Glatze nicht in dein Gesicht reinbekommst. Du Hurensohn. Na, schlimm, Mensch. Warte mal. Nein, war da nicht noch was mit den Gummibärchen? Oh Mann, oh Mann. Wir hatten noch was mit den Gummibärchen. Stimmt, oder? Bruder, hab ich ganz vergessen. Hat er dir noch gar keins gegessen? Scheiße. Gucken wir uns mal das nicht hin. Aber wir wären ja nicht die Milchpanther, wenn wir es nicht doch irgendwie hinbekommen würden. Ja, die tut denn das in den Mund. Acht drauf, friss. Aufpassen. Nach dem Motto friss. Schub. Was tut man nicht alles für einen Kuss? Was tut man nicht alles für einen Kuss? Auf die Wange! Hey! Er hat gegessen! Warte! Das ist für jedes dreckige Wort, was aus seinem dreckigen Maul rauskommt. Nur noch mit Wichs und Piss. Schön jeder Gummibärchen. Guck mal. Yo! Guckt euch das an, guckt euch das an. Mund auf, der nimmt diese Haribo auf Volley. Ah, ab so. Der nimmt diese Haribo auf Volley. Schon. Genial! Oh mein Gott! Und er hebt es auf und geht rein damit. Freiwillig. Jackpot. Nee. Alter. Was ist denn hier los? Ja, was macht er, du? Wie bist du hier reingekommen? Also interessant. Mein Freund kommt gleich hoch raus, sonst gibt's hier Megatheater und du. Ich bin doch rausgeschmissen. Ja, Mann, Junge, raus! Ey, der reißt euch beide in den Arsch aus. Ich wusste das nicht, sondern ich hier nach. Raus, ab, raus, schwinde! Raus, so. Glaubst du an Gott oder an Karma oder an irgendwas, dass wenn du Schlechtes tust, dir wieder Schlechtes widerfährt? Glaubst du schon daran? Mittlerweile so, irgendwann? Ist das Zufall? Denkst du, das ist Zufall, dass ich das habe, Mann? Wäre langsam angebracht. Ey, ich mach dir jetzt noch auf korrekt, stelle ich dir eine Liste zusammen. Wir googeln jetzt mal was. Und zwar machen wir was hier. Obwohl, komm. Halt. Mach Scheiß drauf, dann gibt's noch ein paar andere Leute, die Tipps. Wie man, ich wollte jetzt sagen, wie man leicht Selbstmord macht, Bruder, ohne dass das wehtut. Muss nicht sein. Bruder, muss nicht sein. Diese Sünde wollen wir nicht auf uns nehmen. Ja. Aber Bruder, diese Parasiten. Ja. Also, guck mal, das Ding ist, denk nicht, das war's, kommt jetzt wieder irgendwas rein. An deine Stelle, halt, flieg weg, Mann, ey. Hau ab, verpiss dich, Junge. Verpiss dich. Verpiss dich, du kleiner Bastard. Mein Album kommt raus, fixe den, mein Bruder, ein paar Tage vorher fixe den, du Hurensohn. Willst alles kaputt machen, du Arsch, du Fotzengesicht. Alles willst du kaputt machen? Ja, Strafe. Noch eine ganz wichtige Sache jetzt. Ne? Strafe. Und das ist kein Spaß, Wunder, ich meine das ernst. Ich bin ein kranker Typ, ihr habt das gesehen. Wer sich ab sofort auf seine Seite stellt, nochmal. Ich hoffe, Tod meiner Mutter, der wird noch schlimmer gefickt. Jeder Hurensohn, der sich auf seine Seite stellt ab sofort und versucht mich... Ey, ihr könnt das nicht beenden, man. Seid ihr doof, Alter? Ihr könnt das nicht beenden. Mach einmal, es kommt zehnmal schlimmer. Mach wieder was, wieder... Es kommt immer zehnmal zurück.
10 Mal. Und noch eine Sache, ganz wichtig, liebe Freunde, müssen wir Werbung machen. Release Hip Hop, da verkaufen wir immer noch unser Merchandise. www.releasehiphop.de. Mach Werbung. Milfanta T-Shirts, Milfanta Pullover, Milfanta Bäckerei. Mach für jeden. Bäckerei. Milfanta Crossover. Nein, egal, mach noch Werbung für jeden. Jeder wird Geld verdienen auf dieses Video. Jeder wird Geld auf deinen Namen verdienen. 9. Januar. Morgen kommt noch ein Video raus mit meinem Bruder. Das sowieso. Schön genüsslich. Das ist sexy. Aber hier noch Kölnerstraße, Ismet Bistro, Sportbistro. Kommt Fußball gucken, weiter. Fußball, alles da. Was kann man noch machen, Bruder? Achso, kommt auf die Tour. Ich habe ein Spezial-T-Shirt für die Tour. Das gibt's nur auf Tour, dieses T-Shirt. Mann. So, bitteschön. Representer. Ja, also. Das gibt's nur auf der Tour vorerst. Kommt vorbei. Was kann man noch, kommt, Bruder? Welcher ist gerade am verkacken Rap-Karriere? Wer hilft denn denen? Wallah, wer hilft jedem, wer verkacken ist? Wer ist gerade am Ende, Bruder? Wem können wir was Gutes tun? Curse! Kauft euch das Curse-Album! Der ist mehr Gangster als dieser Firuze, die Fotze. Wer noch? Jeder, Bruder. Jeder. Wen haben wir noch, Bruder? Ey. Kul Savas kommt! Kul Savas kommt! Alles kommt, kauft alles! Kauft alle Alben! Kauft von allen Rappern! Nur der soll nicht verdienen, der soll sterben, Alter! Alle sollen gepusht werden! Ich wünsche euch allen 30 Milliarden Euro, werdet alle reich! Aber ja, du wirst arbeiten gehen! Von 8 Uhr morgens klar, oder ein Cent leben wirst du. Du wirst nicht musikalisch Erfolg, generell in der Öffentlichkeit kannst du dich nicht mehr blicken lassen. Es ist vorbei. Sieh's ein. Es wird langsam kalt, ne? Schließ die Augen. Wenn du willst, wir bezahlen dir noch das Ticket nach Türkei. Ohne Spaß. Wir schicken dir noch ein paar Euro Taschengeld. Der soll Ella rumlaufen. Jeder, der den sieht, soll den anspucken. Für jedes... Nein, das ist strafbar. Das ist keine Hetzen. Nein, Hetzen sollen wir nicht. Tut mir einen Gefallen. Keiner fasst den an. Würde ich sowieso nicht tun. Keiner wird den Anspruch, würde ich auch nicht tun, allein schon aus hygienischen Gründen. Würde ich das nicht machen. Wir sind ja nicht blöd und nehmen Straftaten auf. Nein. Aber ey, jeder soll... Ey, das fühlt sich gerade immer so gut. Wer nicht auf unserer Seite ist, ist auf einer anderen Seite, ne? Sag ich das, von vornherein. Wenn ich auf unserer Seite bin. Springt lieber jetzt auf den Zug rein, bevor es zu spät ist. Kommt nicht mit eurem Geschwafel und Gelaber, ihr seid alles. Wer das feiert, ne? Wer das hatet alles, ne? Ist der größte Hurensohn auf Erden. Der ist nicht Döner. Leute, guck mal, ne? Ihr könnt das sagen, toll, finde ich nicht, finde ich gut, ohne Beleidigung. Ist auch mir egal, wenn einer postet, ist das nicht toll, soll der machen, aber ohne Beleidigung, das ist das Erste. Zweite Sache, mach deinen Mund nicht auf, wenn du nichts weißt, wenn du nicht einen Blick hinter den Kulissen hast, mach deinen Mund nicht auf. Dritte Sache, meine Fans, ich liebe euch, als ob ich meine Karriere beende für den Penner, Alter, seid ihr doof, niemals. All in. Und ey, ich fühle mich gerade so super. Das war Da Vinci Code Teil 2. Wenn ihr meint, ich habe ihn nicht gefickt, ja? Kommt 3 raus. Dann beende ich die Karriere, aber wissen. Ne? Es ist vorbei. Das ist mein Bruder Elmus, Newcomer. Was gibt's noch? Kapital aus Düsseldorf, Newcomer, Rapper. Sami, super Freestyler, Rapper. Was gibt's noch? K1, Album kommt. Emery, Album kommt. Bruder, sag Namen, Bruder. Alle Rapper-Namen. Ich hab's gerade 1000 Leute. Alle Namen, Carmen. Alle, die mich kennen, alle, die mit gut drauf sind. Alle, tipptopp. Wer mich unterstützt, den unterstütze ich auch. Ehrenwort, Hand drauf. Distree. Bruder, auf deinen Rücken. Auf deinen Rücken. Schön genüsslich. Alles. Nichts war von vornherein, das war nicht, nichts war gestellt, nichts war geplant. Ne? Ich weiß nicht, wer freiwillig das, ich kenne keinen auf dieser Welt, der das freiwillig mitmacht. Der kann sich nicht rausreden. Um uns und dir eine Promo. Hier sitzen sie schön drauf, jetzt schön genüsslich die Promo, schön genießen. Schön die Promomaschine an, schön. Wenn ihr Mato bald, ne? Schade, Bruder, dass es Capoeira genannt hat, Bruder. Hätte ich das doch nur. Bald fängt die an. Egal, Capoeira, aber nach euch! Ey, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß, Alter. Und egal, macht euch keine Sorgen, ne? Das ist eine Pussy, das ist eine Fotze. Ist das. Warte, noch eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit. Es ist wirklich nicht gut, sowas zu machen. Und sowas würden wir niemals mit jemandem machen, ne? Der uns nicht unnötig auf die Beine lässt. Ihr seht, wir müssen nicht lügen. Ich muss nicht lügen. Das Ding ist nicht 96 Stunden geschehen. Das hatte ich parat. Wie viele andere Dinge auch. Und ich hab's nicht rausgehauen. Ich hab gesagt, wenn er seine Fresse hält, lasse ich das. Weil sowas macht man normalerweise nicht mit einem Menschen. Aber ihr habt gesehen, was sie versucht haben wieder. Wieder versucht haben. Und immer wieder. Und ich sag's euch noch, und du Hurensohn, dir sage ich das vor allen Dingen. Immer wieder.
Aber jetzt eigentlich dürfte man. Also, jetzt könnt ihr wirklich nochmal ein Video machen. Nochmal 5 gegen 1. Diesmal könnt ihr es nochmal versuchen. Und ich hab's beim letzten Mal schon gesagt, es kommt keine Antwort und nix. Aber das hat schon ein bisschen. Diese Linkheit, wie ihr das gemacht habt, hat mich dann nochmal gezwungen, mein Wort halt nicht zu brechen, zwar, aber dich dann nochmal. Um dir nochmal zu zeigen, wer ich bin. Und wie weit wir beide voneinander entfernt sind. Und das war's endgültig. Diesmal, meine Fans, ich beende das jetzt. Ich beende das wirklich, meine Fans. Diesen Namen, Wix Fressen. Wie nennen wir den eigentlich? Ich habe einen neuen Namen. Mach eine neue Hip-Hop-Seite auf, wie Wix Gesicht. Diesmal Hepatitis A bis Z. Und ab sofort wird er für mich, ist für mich wirklich die Sache gegessen. Ich gehe als Sieger aus dieser Sache. Und ich wünsche allen Rapper-Kollegen alles Gute, weil das hat echt nichts mit Hip-Hop zu tun. Wir müssen hier nicht die coolen Gangster spielen und uns abballern und so. Aber das sind keine Hip-Hopper, das sind Parasiten. Parasiten und Bakterien. Und ich werde diese Bakterien entsorgen. Als Kind habe ich immer diese... Kennt ihr diese Serie von Bakterien? Kennst du das? Der Kammerjäger. Nein, diese kleine Kinderserie. Wie hieß das nochmal? Mensch, Leben, irgendwas. Und diese kleinen Uhren. Oder die Bakterien, Blutkörperchen und so. Nein, es war einmal das Leben. Es war einmal, das Leben. Ich weiß, wie man mit Bakterien umgeht. Und wir sind die, und noch Antikörper. Was, und noch was, Neid ist tödlich. Hört auf, wenn ihr was, was erreichen wollt, im Rap, egal was, seid nie neidisch auf irgendeinen, seid und nie eifersüchtig. Und seid Gönner. Und dann irgendwann wird das euch zurückkommen. Seid ihr keine Gönner, keine Neid, dann werdet ihr nie was auf die Reihe kriegen. 100%, mein Ehrenwort. Deswegen, ihr Jungs, baut alles auf dieses Video auf. Wallah, eure ganze Karriere drauf auf seinen Rücken. Bis für jeden. Gibt es noch irgendeinen Rapper, den wir helfen können? Wer liegt gerade am Boden? Wir haben Kölner Rapper, die sind auch alle am Start. Ein paar Leute waren sich noch nicht so sicher. Ich hoffe, diesmal seid ihr euch sicher. Seid auf der Gewinnerseite, sonst hätte ich auch euren Namen heute gesagt. Das sind zum Beispiel die ersten Strafen. Wen haben wir denn noch? Wallah, ich will jedem helfen in diesem Video. Das sehen 1 Million Menschen. Teilt das Video, jeder soll das sehen. Und ey, scheiß einfach drauf, Mann. Wir sind raus. Wir sind raus. Milfanta, ihr wisst Bescheid. Capoeira, 9. Januar. Bestellt euch das Album, kommt auf die Tour. Kommt auf die Tour. Dezember, wer macht Dezember-Tour. Album kommt von mir raus. Anfang des Jahres, Milfanta muss raushauen. Don't wix with the falschen. So, rein. So, du musst das jetzt schnell zusammen. Motherfucker, do